Andererseits bin ich nicht Staatsbürger. Wie verstehe ich das? Also kein deutscher Staatsbürger. Ja, kein deutscher Staatsbürger, sodass ich einfach über gewisse Dinge nicht nur aus Taktgründen nicht sprechen kann, sondern weil ich ja nicht verbindlich dazugehöre. Andererseits gehöre ich verbindlich zur Schweiz, die aber außenpolitisch keine Position mehr hat, nicht? So entsteht ein Vakuum für uns, das für den Einzelnen sehr schwierig ist. Sagen wir, die politisch engagierte Literatur eines Schweizers, worauf soll sie sich werfen, nicht? Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt, das sind dann lokale Dinge, habe ich eingegriffen, da war die Wahl des Bürgermeisters in Zürich, da greife ich dann ein mit einem Artikel und sogar mit einem Inserat und so weiter. Was sie bei uns schwer können. Ja. Wogegen die deutschen Probleme konnte ich immer nur aufgreifen, soweit sie allgemein europäische sind, also so, dass ich die Schweizer mit einbegreifen kann, wie zum Beispiel bei Andorra, ist hauptsächlich auf die Schweizer gerichtet. Nun sind da überhaupt noch sehr viele Probleme, ist dann das der Sprache, nicht wahr? Wenn ich zum Beispiel ein schweizerisches Stück schreibe, bin ich vor einem großen Hindernis. In einem Roman macht es nichts aus, wenn die Leute einen hochdeutschen Dialog sprechen. Stehen Sie auf der Bühne und der Ort ist verbindlich geschichtlich Zürich 1918 oder Zürich 1916 oder 1936 und die reden Hochdeutsch, so sind es halt keine Schweizer mehr, sondern Deutsche. Und noch mehr im Film, da kann ich überhaupt nicht mit der anderen Sprache kommen. Nun will ich aber nicht nur in der Mundart mich ausdrücken, kann es übrigens auch nicht, also in der Dichtung. So sind wir gezwungen zu einem, was ein großer Nachteil ist, zu einer Verallgemeinerung. Es heißt dann Güllen, es heißt dann Andorra und so weiter. Das ist ein schwieriges Problem. Von Andorra noch einmal zu sprechen, als ich die Uraufführung in Zürich sah, vor 3 oder 4 oder fast 5 Jahren jetzt, glaube ich schon, hielt ich das für ein Lokalschweizer Stück vor einem Schweizer Publikum und Schweizer Dinge abhandelnd, unter dem sich das Schweizer Publikum zum Teil offensichtlich krümmte oder krümmen sollte. Als ich es dann in Deutschland sah, und in Deutschland wurde es allgemein dann wieder als ein deutsches Stück aufgefasst. Das ist ein Kompliment. Sie haben es aber doch vorerst wohl auf die Schweiz und aus Schweizer Erfahrungen heraus geschrieben. Oder haben Sie gleich versucht, es hochzuziehen in eine auch andere Länder treffende Symbolik? Es ist, ich würde es so sagen, es ist durchaus ein Stück, was die Schweizer Verhältnisse visiert, aber in Modellform dargebracht, sodass einer, der nicht die Geschichte der Schweiz während des Krieges kennt, es auch verstehen kann, wie es jetzt auch ist, sagen wir, im Osten wird es verstanden, nur in Amerika nicht, aber fast in allen Ländern. Aber es sind sehr viele Dinge, wirken natürlich bei uns völlig anders. Es ist eine Mentalität getroffen, die lokal ist. Für Deutschland hat es dadurch immer mehr Modellcharakter bekommen, als es das bei uns hat. Bei uns weiß man ungefähr, wer gemeint ist, welcher Typus da gemeint ist. Es war ja dann eigentlich erstaunlich, dass das Stück in Amerika, in dem es ja auch gespielt worden ist, aber nur kurz gespielt worden ist, dass es dann in Amerika, wo eigentlich die Modellsituation der Handlung durchaus zutreffend sein könnte oder anwendbar sein könnte, dass es in Amerika den Erfolg, den ich mir eigentlich davon versprochen hatte und viele Leute, Sie offenbar auch, denn Sie sind in Amerika gewesen, dass die nicht eingetroffen ist. Wie kam das zustande? Das war ja auch ganz gut besetzt. Horst Buchholz spielte mit und eine ganze Reihe ausgezeichneter amerikanischer Schauspieler. Woran woraus ist das zu erklären, dass das kein Erfolg wurde oder werden konnte? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Denn in England ist es ja dann auch gespielt worden. Da ging es anders. Erstens mal, die Aufführung war nicht so sehr gut, aber das ist nicht der Grund. Übrigens gibt es jetzt eine Dissertation von einem Amerikaner, warum Andorra in Amerika nicht ankommen konnte. Hat der es genau erklärt? Ja. Auch plausibel Ihnen? Ich habe es noch nicht gelesen. So, ja. Und die Gründe, die mir damals gesagt worden sind, sind ungefähr diese. Erstens ist der amerikanische Theatergänger gewöhnt, nicht zu übersetzen, sondern seine Verhältnisse zu sehen. Er stolpert schon bei der Situation, ein Kleinstaat, der immer bedroht ist, von einem Großen überfallen zu werden. Das gibt es nicht in Amerika, können Sie sich nicht denken. Dann das andere, der Antisemitismus. Das ist etwas merkwürdig, das Publikum ist ja größtenteils am Broadway ein jüdisches Publikum, das aber stark verbürgerlicht, amerikanisiert ist, und die selber wollen das Wort Jude auf der Bühne nicht hören.
Die genieren sich, als ob das, was ihnen angetan worden ist, ihre eigene Schande wäre. Das sind sehr große Hemmungen aus dieser Ecke sind da gewesen. Jetzt interessieren sich die Kleinen, die College-Theater, wo also nicht dieses große Publikum in Frage steht. Es wäre also, wenn jemand es genau durchschaut hätte, fast vorberechenbar gewesen, warum es kein Erfolg wäre. Ich glaube, man hätte es wissen können, ja. Ist das überhaupt der Fall? Sie arbeiten ja Stücke gerne und oft um. Es gibt vom Grafen Oederland jetzt, glaube ich, 3 Fassungen schon, oder weiß nicht. Drei Uraufführungen. Sie arbeiten Stücke gerne um und ich finde das etwas Sympathisches. Kommt das aus diesem Gefühl, dass man neue Erfahrungen von früheren Aufführungen immer wieder mit hineinarbeiten sollte? Ja, ich denke einfach, wenn Sie die Gelegenheit haben, nach 4 Jahren, 5 Jahren ein Stück wieder aufzuführen, stehen Sie etwas an einem anderen Ort. Man kann sich selber so helfen, wie einem damals niemand geholfen hat. Man sieht einfach Schwächen. Dann ist es einfach, um sich für sich selber die Sache wieder lebendig zu machen, dass man sie nicht nur vom Buch weitergibt und schaut, wie das wieder auf der Bühne ist, sondern es ist doch eine Gelegenheit, etwas zu lernen, etwas auszuprobieren. Kommt auch das, dass ein anderer Regisseur da ist, es ist Kortner plötzlich da, nicht? Da arbeite ich mit Kortner. Und ich glaube, dass ein Stück doch eine Zeit lang etwas Bewegliches sein darf oder soll, das angepasst wird, das ausprobiert wird, das den neuen Möglichkeiten angepasst wird. Es gibt dann auch andere Stücke, die man nicht mehr anrührt, weil die einfach durch die Zeit vollkommen überholt sind oder durch die eigene Entwicklung vollkommen überholt sind. In demselben Bezug vom Roman zu sprechen, haben Sie je die Versuchung gefühlt, den Gantenbein beispielsweise oder den Schiller oder den Stiller oder den Faber in einer Neufassung zu arbeiten? Nein, sehen Sie, nie. Da gibt es da auch Schwächen, die man genau wie bei einem Stück natürlich plötzlich sehen kann. Nein, aber das nicht, weil es ja nicht wieder aufgeführt wird. Es wird ja nicht, es kommt ja nicht mehr in diesen akuten Zustand. Es ist gedruckt und so weiter. Ich sehe die Schwächen. Ich wüsste, was ich lieber unterlassen hätte, was ich anders hätte machen können vielleicht. Aber das, die Aufführung ist etwas anders. Damit wird ja dieser Text wieder völlig akut. Ja. Und muss ja wieder gebaut werden. Das ist doch genau das Gleiche, wie wenn Sie ein Haus hätten und es ist Ihnen zerstört worden und sie bauen es wieder auf, so bauen sie es halt nicht genau gleich auf. Jede Aufführung macht also den literarischen Text eines Stückes wieder aktuell und daraufhin arbeiten sie ihn dann jeweils um. Sie haben sehr früh schon, und das erste, das mir hier bekannt ist, stammt aus dem Jahre 48, Tagebuch geführt und haben Tagebuch dann weitergeführt, 51 dann nochmal neu erscheinen lassen im Suhrkamp Verlag. Und in diesem Tagebuch finden nun Frischforscher sehr viele Stoffe, Handlungen von Stücken, die sie später geschrieben haben, bis hin zu Andorra, schon eigentlich enthalten, sodass wir also, die wir an Frischs dramatischem Opus interessiert sind, jetzt also uns das Tagebuch von damals schon wieder mal durchlesen, um zu sehen, was Frisch eigentlich noch machen könnte und aus diesem frühen Tagebuch an Handlungen und Fabeln neu herausholen könnte. Ist das nun erschöpft oder haben Sie noch Stoffe aus der Jugend, aus der frühen Zeit Ihrer Schriftstellerei, da in diesen Tagebüchern noch liegen? Nein, ich glaube, dieser Rucksack ist jetzt aufgebraucht. Es war so, ich war damals Architekt, schrieb diese Dinge, ohne das Vertrauen, dass ich es umsetzen könnte in einen Roman oder in ein Theaterstück, dann hatte ich einfach nicht die Zeit. Ich war ein Sonntagsschriftsteller, tagsüber in meinem Atelier, am Abend etwas schreiben oder am Sonntag, so gab sich von selbst das, dass ich nur Entwürfe, Ideen, Projekte aufschreiben konnte, von denen ich aber zum größten Teil nicht wusste, dass sie mir später nützlich werden könnten. Jetzt hingegen ist das vorbei und es geht also in Neuland von jetzt an. Der Schatz aus der Jugend ist aufgebraucht. Ja. Herr Frisch, Sie sind jetzt mitten zwischen dem 50er und dem 60er Jahr und das hat einen jüngeren Kollegen von Ihnen gegeben, der etwas mitleidig, oh, vielleicht hämisch, ich weiß es nicht, darüber gesprochen hat, dass es Autoren in diesem Lebensalter biologisch und künstlerisch schwerer hätten als in ihrer Jugend. Haben Sie das Gefühl auch? Goethe hat auch also zwischen dem 50. und 60. Jahr mal Pause gemacht und war also weitaus nicht so schöpferisch, wie er in früheren Jahren und dann wieder in späteren Jahren gewesen ist. Empfinden Sie, dass dieses Alter, das ich nicht das kritische Alter nennen möchte, als kritisch? Ja, was mich hemmt, da Ja zu sagen, ist die Erinnerung daran, dass ich jedes Alter als besonders kritisch empfand.
auch 40 und so weiter. Sicher gibt's gewisse Veränderungen. Man ist natürlich festgelegt, auch vor sich selber. Man kennt seine Thematik und hat keine Lust, die zu wiederholen, nicht? Es ist schwer auszubrechen. Man wird vorsichtiger, nicht im Hinblick auf Erfolg und diese Sachen, aber man ist ja nicht mehr in diesem neugierigen Zustand, seine Position auszustecken, weil die weitgehend ausgesteckt sind. Interessant ist, ob das mehr für den Dramatiker gilt oder für den Epiker. Und ich habe als nächstes Pläne für die Bühne, könnte mir aber denken, dass man später weniger für die Bühne schreibt und eigentlich mehr mit der trügerischen Hoffnung von Dane dann zu seinem großen epischen Werk kommt. Ja, ich möchte Ihnen mit dieser Frage nicht peinlich werden, aber Kurt Hirschfeld, der Ihnen ja in Zürich, im Züricher Schauspielhaus, sehr viel geholfen hat und der Ihre ersten Stücke herausgeholt und bis zu ihrem letzten Stück eigentlich ihr dramatisches Werk betreut hat, hat mir eigentlich einmal etwas gesagt, was mich damals sehr erschreckt hat. Er hat nämlich das Diktum aufgestellt, Dramatiker über 50 Jahre alte gäbe es nicht. Wobei man wahrscheinlich Gegenrechnungen, man könnte an den alten Shaw denken, aber er hat tatsächlich recht. Shakespeare ist nie, Schiller ist nie 50 geworden, Molière ist gerade 50 geworden, Büchner ist nie 50 geworden. Es sind die großen Dramatiker tatsächlich im Zustand ihrer Jugend oder ihres ersten Mannesalters geblieben. Würden Sie das für richtig halten oder nicht? Oder würden Sie meinen, es widerlegen zu können? Was ich halte es für so richtig, dass es mich lockt, es zu widerlegen, zu schreiben. Ja. Sie haben vor kurzem an einem Film auch gearbeitet, der dann nicht fertig geworden ist. Würde es Sie reizen, wieder für das Medium des Films zu arbeiten? Doch sehr. Was ist das Reizvolle für Sie daran? Was mich daran gereizt hat, das ist mal eben aus der Gefahr einer Erstarrung, Epik, Theater, in ein anderes Medium hineinzugehen, um sich zu erproben. Also in ein Medium, wo ich mich wesentlich optisch ausdrücken kann, ohne die Hilfe der Sprache, ohne den Dialog. Es sollte zuerst ein Film werden, überhaupt ohne Dialog, sehr in der Gegend des Stummfilms. Dass die Sache gescheitert ist, liegt übrigens nicht an der Gesellschaft, der Atlas, sondern es waren einfach unglückliche Umstände. Und nicht diesen Film, aber einen anderen Film würde ich sehr gern machen, möchte aber eigentlich ihn selber versuchen zu machen. Das heißt, das müsste eine sehr kleine und bescheidene Sache sein. Sie also eine Lehrlingsarbeit. Selbst Regie führen wollen? Wenn es ein ganz kleiner Film ist, ja. Einfach um es zu lernen, also nicht in der Meinung, dass nun, also damit dann der deutsche Film gerettet werde, der nun jedes Jahr wieder mal gerettet wird, sondern einfach um mal etwas zu lernen, auch einfach aus Amüsement. Sind Sie am Theater zurzeit, Sie ließen es fast durchblicken, nicht mehr so interessiert? Sind Sie überhaupt mit dem Zustand des deutschen Theaters, des Wohlstandstheaters, wie viele sagen, unzufrieden? Oder wenn Sie viele Aufführungen haben, verfolgen Sie wahrscheinlich auf den unterschiedlichen deutschen Bühnen, glauben Sie, dass der Zustand in Ordnung ist? Oder halten Sie da jetzt einiges für veränderbar? Nein, es ist natürlich ein ziemlich toter Zustand jetzt, ein so gesicherter Zustand, und das Theater wird kommen von ganz anderen Seiten her. Aber ich glaube, das Problem, oder jedenfalls so beschäftigt es mich, liegt anderswo, dass wir in einem Umbruch sind in der Dramaturgie. Wir sind trotz allem, was wir haben, also ich lasse jetzt Beckett allerdings aus, nicht den wichtigsten, also wir sind immer noch in einer Dramaturgie der Fügung, eine Dramaturgie des Schicksals, an das wir nicht glauben, aber einfach als Handwerkszeug oder Technik ist das immer noch drin. Und diese Dinge wie das Happening, das bisher allerdings so war, dass nicht sehr viel passiert ist, und oder Pörtner mit dem Mitspiel, das sind alles hochinteressante Symptome, die etwas aufzeigen, dass wir diese Dramaturgie nicht mehr brauchen können. Sie entspricht nicht unserer Lebensart. Zu finden wäre, das ist nun sehr leicht gesagt, zu finden wäre eine Dramaturgie des Zufalls, die also mehr gegen, ohne dass mich jetzt gerade in die Kybernetik hineingehen will, die Zufälligkeit, die Wahrscheinlichkeit zeigt. Das heißt, wir sind immer noch so, auch Sie als Kritiker und wir alle beurteilen einen Vorgang so, er ist überzeugend, wenn er erscheint als der einzig mögliche, wenn er zwingend erscheint. Nun wissen wir, im Leben gibt es sehr viele Dinge, die nicht zwingend sind,
Wie machen Sie aber auf der Bühne diesen nicht zwingenden Vorgang glaubhaft? Das scheint mir der zentrale Punkt am heutigen Theater. Und an dem laborieren eigentlich alle herum, theoretisch auch der Dürrenmatt, theoretisch ich, praktisch und theoretisch die Jüngeren. Ich glaube also, die Misere des staatlichen Theaters, des Wohlstandstheaters, ist von sekundärer Bedeutung. Es liegt hier an uns, an den Stückeschreibern, den Durchbruch zu bringen zu einem anderen Theater. Das ist ein hochinteressanter Aspekt, Herr Frisch, den Sie da eben angerissen haben. Wir werden leider nicht Zeit haben, weiter darauf einzugehen. Nur eine Schlussfrage. Arbeiten Sie selbst in dieser Richtung schon? Haben Sie schon einen Einfall für ein Stück dieser Art? Ja, ich arbeite schon seit langer Zeit, und zwar, wie es eben bei wirklichen Experimenten der Fall ist, sie misslingen dauernd, zuerst nicht, und ich sehe noch nicht über den Berg, aber ich arbeite seit längerer Zeit an diesem, wenn man nun auch gerade noch ein Modewort dazu, an diesem Variantismus auf der Bühne, sehr schwer ist zu machen, aber das ist, was mich interessiert, schriftstellerisch als nächstes und hauptsächlich. Herr Frisch, ich wenigstens drücke alle Daumen, die ich habe, dass es gelingen möge in absehbarer Zeit. Und danke Ihnen, dass Sie uns Ihr Profil so interessant und so vielseitig gezeigt haben. Vielen Dank, Herr Luft. Irrt sich und so weiter. Sicher gibt es gewisse Veränderungen. Man ist natürlich festgelegt, auch vor sich selber, man kennt seine Thematik und hat keine Lust, die zu wiederholen, nicht? Es ist schwer auszubrechen. Man wird vorsichtiger, nicht im Hinblick auf Erfolg und diese Sachen, aber man ist ja nicht mehr in diesem neugierigen Zustand, seine Positionen auszustecken, weil die weitgehend ausgesteckt sind. Interessant ist, ob das mehr für den Dramatiker gilt oder für den Epiker. Und ich habe als nächstes Pläne für die Bühne, könnte mir aber denken, dass man später weniger für die Bühne schreibt und eigentlich mehr mit der trügerischen Hoffnung von Dane dann zu seinem großen epischen Werk kommt. Ja, ich möchte Ihnen mit dieser Frage nicht peinlich werden, aber Kurt Hirschfeld, der Ihnen ja in Zürich, im Züricher Schauspielhaus, sehr viel geholfen hat und der Ihre ersten Stücke herausgeholt und bis zu ihrem letzten Stück eigentlich ihr dramatisches Werk betreut hat, hat mir eigentlich einmal etwas gesagt, was mich damals sehr erschreckt hat. Er hat nämlich das Diktum aufgestellt, Dramatiker über 50 Jahre alte gäbe es nicht. Wobei man wahrscheinlich Gegenrechnungen, man könnte an den alten Shaw denken, aber er hat tatsächlich recht. Shakespeare ist nie, Schiller ist nie 50 geworden, Molière ist gerade 50 geworden, Büchner ist nie 50 geworden. Es sind die großen Dramatiker tatsächlich im Zustand ihrer Jugend oder ihres ersten Mannesalters geblieben. Würden Sie das für richtig halten oder nicht? Oder würden Sie meinen, es widerlegen zu können? Was ich halte es für so richtig, dass es mich lockt, es zu widerlegen, zu schreiben. Ja. Sie haben vor kurzem an einem Film auch gearbeitet, der dann nicht fertig geworden ist. Würde es Sie reizen, wieder für das Medium des Films zu arbeiten? Doch sehr. Was ist das Reizvolle für Sie daran?
was mich daran gereizt hat, das ist mal eben aus der Gefahr einer Erstarrung, Epik, Theater, in ein anderes Medium hineinzugehen, um sich zu erproben. Also in ein Medium, wo ich mich wesentlich optisch ausdrücken kann, ohne die Hilfe der Sprache, ohne den Dialog. Es sollte zuerst ein Film werden, überhaupt ohne Dialog, sehr in der Gegend des Stummfilms. Dass die Sache gescheitert ist, liegt übrigens nicht an der Gesellschaft, der Atlas, sondern es waren einfach unglückliche Umstände. Und nicht diesen Film, aber einen anderen Film würde ich sehr gern machen, möchte aber eigentlich ihn selber versuchen zu machen. Das heißt, das müsste eine sehr kleine und bescheidene Sache sein. Sie also eine Lehrlingsarbeit. Selbst Regie führen wollen? Wenn es ein ganz kleiner Film ist, ja. Einfach um es zu lernen, also nicht in der Meinung, dass nun, also damit dann der deutsche Film gerettet werde, der nun jedes Jahr wieder mal gerettet wird, sondern was mich daran gereizt hat, das ist mal eben aus der Gefahr einer Erstarrung, Epik, Theater, in ein anderes Medium hineinzugehen, um sich zu erproben. Also in ein Medium, wo ich mich wesentlich optisch ausdrücken kann, ohne die Hilfe der Sprache, ohne den Dialog. Es sollte zuerst ein Film werden, überhaupt ohne Dialog, sehr in der Gegend des Stummfilms. Dass die Sache gescheitert ist, liegt übrigens nicht an der Gesellschaft, der Atlas, sondern es waren einfach unglückliche Umstände. Und nicht diesen Film, aber einen anderen Film würde ich sehr gern machen, möchte aber eigentlich ihn selber versuchen zu machen. Das heißt, das müsste eine sehr kleine und bescheidene Sache sein, Sie also eine Lehrlingsarbeit. Selbst Regie führen wollen? Wenn es ein ganz kleiner Film ist, ja. Einfach um es zu lernen, also nicht in der Meinung, dass nun, also damit dann der deutsche Film gerettet werde, der nun jedes Jahr wieder mal gerettet wird, sondern einfach um mal etwas zu lernen, auch einfach aus Amüsement. Sind Sie am Theater zurzeit, Sie ließen es fast durchblicken, nicht mehr so interessiert? Sind Sie überhaupt mit dem Zustand des deutschen Theaters, des Wohlstandstheaters, wie viele sagen, unzufrieden? Oder wenn Sie viele Aufführungen haben, verfolgen Sie wahrscheinlich auf den unterschiedlichen deutschen Bühnen, glauben Sie, dass der Zustand in Ordnung ist? Oder halten Sie da jetzt einiges für veränderbar? Nein, es ist natürlich ein ziemlich toter Zustand jetzt, ein so gesicherter Zustand, und das Theater wird kommen von ganz anderen Seiten her. Aber ich glaube, das Problem, oder jedenfalls so beschäftigt es mich, liegt anderswo, dass wir in einem Umbruch sind in der Dramaturgie. Wir sind trotz allem, was wir haben, also ich lasse jetzt Beckett allerdings aus, nicht den wichtigsten, also wir sind immer noch in einer Dramaturgie der Fügung, eine Dramaturgie des Schicksals, an das wir nicht glauben, aber einfach als Handwerkszeug oder Technik ist das immer noch drin. Und diese Dinge wie das Happening, das bisher allerdings so war, dass nicht sehr viel passiert ist, und oder Pörtner mit dem Mitspiel, das sind alles hochinteressante Symptome, die etwas aufzeigen, dass wir diese Dramaturgie nicht mehr brauchen können. Sie entspricht nicht unserer Erlebnisse. Zu finden wäre, das ist nun sehr leicht gesagt, zu finden wäre eine Dramaturgie des Zufalls, die also mehr gegen, ohne dass mich jetzt gerade in die Kybernetik hineingehen will, die Zufälligkeit, die Wahrscheinlichkeit zeigt. Das heißt, wir sind immer noch so, auch Sie als Kritiker und wir alle beurteilen einen Vorgang so, er ist überzeugend, wenn er erscheint als der einzig Mögliche, wenn er zwingend erscheint. Nun wissen wir im Leben, gibt es sehr viele Dinge, die nicht zwingend sind. Wie machen Sie aber auf der Bühne diesen nicht zwingenden da gewesen? Jetzt interessieren sich die Kleinen, die College-Theater, wo also nicht dieses große Publikum in Frage steht. Es wäre also, wenn jemand es genau durchschaut hätte, fast vorberechenbar gewesen, warum es kein Erfolg wäre. Ich glaube, man hätte es wissen können, ja. Ist das überhaupt der Fall? Sie arbeiten ja Stücke gerne und oft um. Es gibt vom Grafen Oederland jetzt, glaube ich, drei Fassungen schon, oder weiß nicht. Drei Uraufführungen. Sie arbeiten Stücke gerne um und ich finde das etwas Sympathisches. Kommt das aus diesem Gefühl, dass man neue Erfahrungen von früheren Aufführungen immer wieder mit hineinarbeiten sollte? Ja, ich denke einfach, wenn Sie die Gelegenheit haben, nach 4 Jahren, 5 Jahren ein Stück wieder aufzuführen, stehen Sie etwas an einem anderen Ort. Man kann sich selber so helfen, wie einem damals niemand geholfen hat. Man sieht einfach Schwächen.
dann ist es einfach, um sich für sich selber die Sache wieder lebendig zu machen, dass man sie nicht nur vom Buch weitergibt und schaut, wie das wieder auf der Bühne ist, sondern es ist doch eine Gelegenheit, etwas zu lernen, etwas auszuprobieren. Kommt auch das, dass ein anderer Regisseur da ist, es ist Kortner plötzlich da, nicht? Da arbeite ich mit Kortner. Und ich glaube, dass ein Stück doch eine Zeit lang etwas Bewegliches sein darf oder soll, das angepasst wird, das ausprobiert wird, das den neuen Möglichkeiten angepasst wird. Es gibt dann auch andere Stücke, die man nicht mehr anrührt, weil die einfach durch die Zeit vollkommen überholt sind oder durch die eigene Entwicklung vollkommen überholt sind. In demselben Bezug vom Roman zu sprechen, haben Sie je die Versuchung gefühlt, den Gantenbein beispielsweise oder den Schiller oder den Stiller oder den Faber in einer Neufassung zu arbeiten? Nein, sehen Sie, nie. Da gibt es da auch Schwächen, die man genau wie bei einem Stück plötzlich sehen kann. Nein, aber das nicht, weil es ja nicht wieder aufgeführt wird. Es wird ja nicht, es kommt ja nicht mehr in diesen akuten Zustand. Es ist gedruckt und so weiter. Ich sehe die Schwächen. Ich wüsste, was ich lieber unterlassen hätte, was ich anders hätte machen können vielleicht. Aber das, die Aufführung ist etwas anders. Damit wird ja dieser Text wieder völlig akut. Ja. Und muss ja wieder gebaut werden. Das ist doch genau das Gleiche, wie wenn Sie ein Haus hätten und es ist Ihnen zerstört worden und Sie bauen es wieder auf, so bauen Sie es halt nicht genau gleich auf. Jede Aufführung macht also den literarischen Text eines Stückes wieder aktuell und daraufhin arbeiten Sie ihn dann jeweils um. Sie haben sehr früh schon, und das erste, das mir hier bekannt ist, stammt aus dem Jahre 48, Tagebuch geführt und haben Tagebuch dann weitergeführt, 51 dann nochmal neu erscheinen lassen im Suhrkamp Verlag. Und in diesem Tagebuch finden nun Frischforscher sehr viele Stoffe, Handlungen von Stücken, die sie später geschrieben haben, bis hin zu Andorra, schon eigentlich enthalten, sodass wir also, die wir an Frischs dramatischem Opus interessiert sind, jetzt also uns das da in diesen Tagebüchern noch liegen. Nein, ich glaube, dieser Rucksack ist jetzt aufgebraucht. Es war so, ich war damals Architekt, schrieb diese Dinge ohne daran, erstens ohne das Vertrauen, dass ich es umsetzen könnte in einen Roman oder in ein Theaterstück. Dann hatte ich einfach nicht die Zeit. Ich war ein Sonntagsschriftsteller, tagsüber in meinem Atelier, am Abend etwas schreiben oder am Sonntag. So gab sich von selbst das, dass ich nur Entwürfe, Ideen, Projekte aufschreiben konnte, von denen ich aber zum größten Teil nicht wusste, dass sie mir später nützlich werden könnten. Jetzt hingegen ist das vorbei und es geht also in Neuland von jetzt an. Der Schatz aus der Jugend ist aufgebraucht. Ja. Herr Frisch, Sie sind jetzt mitten zwischen dem 50er und dem 60er Jahr und das hat einen jüngeren Kollegen von Ihnen gegeben, der etwas mitleidig, oh, vielleicht hämisch, ich weiß es nicht, darüber gesprochen hat, dass es Autoren in diesem Lebensalter biologisch und künstlerisch schwerer hätten als in ihrer Jugend. Haben Sie das Gefühl auch? Goethe hat auch also zwischen dem 50. und 60. Jahr mal Pause gemacht und war also weitaus nicht so schöpferisch, wie er in früheren Jahren und dann wieder in späteren Jahren gewesen ist. Empfinden Sie, dass dieses Alter, das ich nicht das kritische Alter nennen möchte, als kritisch? Ja, was mich hemmt, da Ja zu sagen, ist die Erinnerung daran, dass ich jedes Alter als besonders kritisch empfand, auch 40 und so weiter. Sicher gibt es gewisse Veränderungen. Man ist natürlich festgelegt, auch vor sich selber, man kennt seine Thematik und hat keine Lust, die zu wiederholen, nicht? Es ist schwer auszubrechen. Man wird vorsichtiger, nicht im Hinblick auf Erfolg und diese Sachen, aber man ist ja nicht mehr in diesem neugierigen Zustand, seine Positionen auszustecken, weil die weitgehend ausgesteckt sind. Interessant ist, ob das mehr für den Dramatiker gilt oder für den Epiker. Und ich habe als nächstes Pläne für die Bühne, könnte mir aber denken, dass man später weniger für die Bühne schreibt und eigentlich mehr mit der trügerischen Hoffnung von Dane dann zu seinem großen epischen Werk kommt. Ja. Ich möchte Ihnen mit dieser Frage nicht peinlich werden, aber Kurt Hirschfeld, der Ihnen ja in Zürich, im Züricher Schauspielhaus, sehr viel geholfen hat und der Ihre ersten Stücke herausgeholt und bis zu ihrem letzten Stück eigentlich ihr dramatisches Werk betreut hat, hat mir eigentlich einmal etwas gesagt, was mich damals sehr erschreckt hat. Er hat nämlich das Diktum aufgestellt, Dramatiker über 50 Jahre alte
gäbe es nicht. Wobei man wahrscheinlich Gegenrechnungen, man könnte an den alten Shaw denken,